David Pountney geht seinen Weg konsequent. Konsequent setzt der Intendant der Erbringenser Festspiele künftig auf neue Kompositionen. Schon bisher zeigten die Erbringenser Festspiele als Oper im Festspielhaus wenig gespielte Raritäten. Für Intendant Pountney ist es eigentlich ein logischer Schritt, dass wir von den Raritäten, die wir bisher programmiert haben im Haus, zur Auftragswerk gehen. Für die Jahre 2011, 12 und 13 hat Pountney bei Judith Weir, Detlef Glanert und Hacker Gruber Opern in Auftrag gegeben. Ich halte es für absolut der Pflicht, jede Institution, die mit der Kunst zu tun hat, eigentlich zu kümmern um der Zukunft unserer Kunstform. Sonst werden wir sehr bald nur ein Teil des Heritage Industry. Und das möchte ich nicht sein. Achterbahn Miss Fortune, so der englische Titel, entsteht als Koproduktion mit der Royal Opera Covent Garden in London. Die Komponistin dieses Werkes ist die Britin Judith Weir. I've written half of the scenes, I've written in fact 4 out of 7 scenes. That's really quite a long way through the marathon, maybe hitting the wall, as we say in English. Mit Solaris von Detlef Glanert steht ein sehr spannendes Stück ins Haus. Glanert arbeitet bereits seit 2006 an der Umsetzung. Wie lange es dauert, eine Oper zu produzieren. Das Schreiben dauert ein Jahr. Solaris, ein Roman von Stanislaw Lem, wurde bereits von Tarkowski und Soderbergh filmisch verarbeitet. Glanert ist überzeugt, dass sich dieses Werk sehr gut für eine Inszenierung als Oper eignet. Der Planet, der Wünsche und Träume zu realisieren in der Lage ist, ist für mich gleichzusetzen mit dem Bühnenraum der Oper. Mit Geschichten aus dem Wienerwald von H.K. Gruber, der Oper für 2013, erwartet uns ein Stück mit sozialer Kritik, Treffsicherheit und Schärfe. Kann man sich da bereits etwas vorstellen? Oder sind schon Sie so die weit weg? Romanvorlage ist voll von musikalischen Hinweisen, sagt Gruber. Also was die Musik betrifft, bietet schon das Textbuch sehr viel Klang an. Denn der Ödin von Horváth schlägt in den einzelnen Szenen immer wieder musikalischen Hintergrund vor. Also man hört sehr oft Klaviermusik aus dem ersten Stock. Man hört die nächsten Jahre werden spannend. Spannend durch die neue Bregenzer Dramaturgie, die Intendant David Pountney ab dem Jahr 2011 in Bregenz umsetzt.